Leute, willkommen zurück. Rappelt's. Jetzt rappelt wieder im Karton. Wir sehen, Laura sitzt auf ihrem Lydian. Laura hat schon voll die krasse Rang 5 Rüstung. Kurz zur Erklärung des Hintergrunds kommen wir jetzt auch mittlerweile mal zu. Ist das jetzt schon die dritte oder die vierte Folge? Vierte, glaube ich. Ich glaube, die vierte. In der vierten Folge kommen wir dazu, was es mit den Rängen auf sich hat. Voll früh. Und zwar, wir haben Rang 1 von Level 1 bis Level 20. Wir haben Rang 2 von Level 20 bis Level 50. Wir haben Rang 3 von Level 51, also Rang 2 auch so, 21, bis 80. Wir haben Rang 4, 81 bis 100. Rang 5, 100 bis 120. Rang 6, 120 bis 150. Rang 7, den Rest. Dann gibt es noch Masterclass, das werden wir dann erklären, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Allerdings, wir haben uns in der letzten Folge so ein cooles Einhorn gekauft. Wir haben aber immer noch keine coolere Rüstung, deswegen laufen wir immer noch mit unserer Level 1 Rüstung rum und mit unserem Level 50 Streitkolben. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in den nächsten Dungeon. Aber ich sollte mir vorher mal wieder Amplifier kaufen, denn die laufen gleich aus. Glaube ich, irgendwann. Wir sollten uns auch schon mal wieder Dings mitnehmen, ne? Growth und SS. Oh ja, das ist, Das sag ich was! Mal wieder sind. Achso, wir können ja, wollen wir dann eigentlich auch Hardcore? Also nicht gleich jetzt am Anfang, aber. Natürlich, muss ja. Okay. Laura, willst du HC kurz erklären? Ja, mach du mal. Faule Stück Scheiße. Ich weiß. Nimmst du noch eine Growth oder nimmst du eine Super Growth schon? Da haben wir noch 12 Minuten, ja, dann lass. Nee, ich nehme noch eine normale. Dann lass, sollten wir irgendwie in der Zeit, weil kann man halt nur bis 120 benutzen, beziehungsweise 121. Dann machen wir in der Zeit noch irgendeinen Mist kurz. Ich meine, das sind jetzt noch 12 Minuten. Irgendein Mist, sowas wie, Keine Ahnung. Egal. Killen. Wir können ja schon mal dahin. Richtig. Oder wir können ja auch nochmal kurz HV, können uns ja nochmal HV-Buffs holen. Wenn wir sie jetzt auch nicht gleich mit einem Mob gleich bupp. Und vor allem nicht, wenn ich dann wieder meine Pets raushole. Die blöden Fickviecher. Tja. Ich hole mir trotzdem nochmal kurz HV-Buffs. Gut. Jo. Kann ich ja die gleich machen. So, erklär HC. Ach so, stimmt. HC. Und zwar gibt es die normalen Dungeons, die wir bereits kennen, die ihr auch bereits kennt. Und dann gibt es die HC-Dungeons, die Laura bis heute nicht begriffen hat. In diesen das HC. Scheiße. Ich hab die sehr wohl verstanden. In den HC-Dungeons gibt es, auf Deutsch gesagt, einfach viel mehr aufs Fressbrett. In diesen HC-Dungeons laufen die Gruppen einzeln rum, nicht die einzelnen Mobs. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen gibt es einfach nur viel mehr aufs Fressbrett. Ja, also auf dem Offi muss man auch ein ganz anderes System heranziehen. Da sind sie ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir auch noch ein paar mehr weitere Klassen halt so vorstellen. Kann man sich ja noch überlegen, aber auf jeden Fall gibt es die Klasse Assassin. Und sagt ja schon so ein bisschen der Name, das sind quasi die Attentäter und die können sich halt so unsichtbar und sowas machen und einfach easy halt die ganzen Mobs loswerden. Unsichtbar! Genau, und die nehmen halt wirklich eine zentrale Rolle ein. Hat leider auch so ein bisschen damals die Klasse extrem zerstört, weil eigentlich ist die Klasse extrem geil, was einfach nur, ja, eigentlich besteht es nur darauf, einfach immer nur auf die Fresse zu hauen. ja, also wir können mal so ein bisschen vielleicht dieses System anreißen, das können wir nämlich auch mit meiner Klasse jetzt so ein bisschen umsetzen. Können wir dann eigentlich mal machen, so wie man es eigentlich spielen würde. Laura, bleiben wir realistisch. Wir sind auf einem Privatserver. Wir spielen unsere Klassen. Glaubst du allen Ernstes, wir werden nicht nochmal neue Charaktere machen? Ah, das stimmt. Es geht ja relativ schnell, um die einfach zu zeigen und sowas. Ja, stimmt. Du hast recht. Du besorgst die Chips. Ja, ich hab Dingens. Achso, stimmt. Ich kann dann direkt an den Teleport. Genau, Platz, ich bin. Platz. So, und zwar gehen wir zum Sanctuary, das konnte Laura nie aussprechen. Deswegen haben alle immer nur Sanks gesagt. Hey, die schätze ich ja wie so ein Legastheniker.
Weißt du, was das Traurige ist? Das stimmt sogar. Ich stell dich echt so hin. Okay. Kurze Hintergrundgeschichte. Laura ist 100 Millionen mal schlauer als ich. Und irgendwie muss ich ja versuchen, das zu kompensieren. Ja, aber Gott sei Dank, das sind irgendwie so Kompensationstechniken. Ah, es tut mir leid, Laura. Du weißt, du bist schlauer als ich. Ich weiß auch, du bist schlauer als ich. So würde ich es jetzt nicht sagen, aber danke. Ja, aber doch schon ein bisschen. Vielleicht. Sagen wir einfach, wir sind gleich dumm. Also in der Bühne auf jeden Fall. Laura hat nämlich schon ihr Abi mit Bravour bestanden. Bei mir wisst ihr ja, dass ich noch nicht mal mein Abi habe, also bin ich der Dummer von uns beiden. Ach, Abi hat nichts mit schlau und dumm zu tun, wenn ich ohne, das sehe. Ohne Spaß im Allgemeinen, Schule, ne? Ist sowas von Intelligenz unabhängig. Ja, es ist halt so, es wird nur überprüft, wie gut du lernen kannst. Oder wie gut du schummeln kannst. Oder so, ja. Na gut, das zeugt ja dann schon wieder von Kreativität. Ja, stimmt. Aber auch Kreativität hat nichts mit Intelligenz zu tun, oder? Oder gewissermaßen würde ich sagen schon. Ja? Also, es ist ja immer eh schwierig zu definieren, was ist Intelligenz. Aber ich glaube, darüber wollen wir jetzt nicht debattieren. Warum? Wir können doch schön philosophieren in einem Let's Play. Wollen wir philosophieren? Okay, komm, was ist Intelligenz? Ach, was ist Intelligenz? Tja, also, ja klar, das, was du nicht bist. Ja. Das ist eigentlich schon die Erklärung. Ende, nein, danke. Nein. Damit ist das Let's Play dann beendet. Ciao. Also ich würde sagen, also die Kernsache von Intelligenz ist nicht irgendwie, dass du etwas kannst, was auch immer. Sondern wie es gibt ja verschiedene Arten, die sage ich mal, von Intelligenz, ob jetzt wirklich Intelligenz auf Kreativität oder Logik bezogen oder was auch immer. Sondern ich glaube halt, dass es wirklich das ausmacht, wann du etwas kannst. Das ist, glaube ich, für mich so, was Intelligenz ausmacht. Es gibt auch, für mich gibt es auch soziale Intelligenz. Weil es kann teilweise, es gibt Leute, die sind extrem schlau. Also eigentlich zu schlau für diese Welt, sind aber sozial absolut Krüppel. Und ich finde immer so, Intelligenz ist so ein großes, ganzes Konstrukt von mehreren Komponenten. Nee, ist wirklich. Das ist eigentlich so meine Auffassung. Ja, da hast du recht. Du hättest gerade meine Gesten in die Kamera sehen müssen. Ja. Bin halt echt schlau, ne? Nee, du hast das gerade so erzählt. Es gibt Leute, die sind vom Kopf her total intelligent. Ich zeig einfach so auf mich. Das bin ich ja nicht. Und sozial voll die Krüppel, ich zeig wieder auf mich. Nee, ich stimme dem da voll und ganz zu. Also, gerade von der Birne her würde ich auch behaupten, natürlich können wir zwei ernst sein, aber hauptsächlich sind wir zwei natürlich einfach nur bescheuert. Das ist unsere Hauptaufgabe. Muss man schon sein. Also, sag mal unsere spontane, ne, Heidepark-Aktion. Ey, hast du Bock, nächste Woche mit in Heidepark zu kommen? Ja, klar, kann man machen. 500 Kilometer runtergefahren. Tja, weil ich sehr sozial bin. Ha. Sind das über 500 Kilometer? Ja, ich würde sagen knapp. Crass. 500 Kilometer und wir lieben uns trotzdem. Nein, okay. Spaß, bevor ihr was Falsches denkt. Oh. So, Laura, wo haben wir uns denn überhaupt kennengelernt und wann und wie? Tja, da wären wir wieder dabei, ne? Wobei. Tja. Hier hat's alles angefangen. Damals. In einer Welt. Was? Ja vermisst. Damals in einer Welt voller Gefahren. Sagen wir es, also Kurzfassung ist, ich war einfach nur sehr nett und sozial und wollte ihm helfen. Kurzfassung, wir haben beide Rappel gespielt. Ich so, ey Dicker, kannst du mir helfen? Sie so, ey yo Dicker, mach ich. Und dann sind wir voll romantisch in Skype geendet. Ein bisschen weniger assi war es halt. Ja. Und am und nach Zickzack. Ach so, ups. Ey, die Pets leveln so übertrieben schnell, ne? Mein Viech ist einfach mal 109. Also meine Viecher sind alle einfach mal 111. 110 ist jetzt meins. Meine sind alle 111.
Guck mal, ich kille sogar alleine schneller als du. Ja, ich hab gar keine Chips. So, oh, dann ist das peinlich, wie langsam ich kille. Ja, ne? Tja, ich hab halt eine Rang 3 Waffe und eine Rang 1 Rüstung. Tja, krasser Boy, du. Könnt ihr mal sehen, wie kacke ich bin. Hat das gefailt, ja, ne, oder? Weiß ich nicht. Ja, hat gefailt. Hast du nicht noch eine Genie-Karte oder so? Nö, weiß ich nicht. Will ich mal probieren? Kannst du machen. Mit meinem Kratzskill. Keiner da. So, ich benutze jetzt einfach mal Pets. Weil ganz ehrlich, wenn die eh 112 sind, könnt ihr ja nicht leveln. Nee, kann ich nicht. Ich hab also keinen. Jetzt kann ich auch mal wieder anfangen, Pets zu benutzen. Ey, dann geht das mal wieder viel schneller. Will ich jetzt 100 mal schneller als du. Der Sally 3300 Peer Tag, der Tortoise ab 6000. Und nein, ich lüge nicht, das ist alles auf Videobeweis. Wow. Nee, mein Viecher der 2000 Peer Tag. Oh, I want something just like this. Ich könnte die eigentlich mal wieder skillen. So, guck mal, Buffs sind jetzt gleich weg. Und dann würde ich sagen, suchen wir den Koala. Jetzt schon? Bevor wir denn... Ja, oder? Ich hatte nicht mal orange für uns. Ist doch egal. Ja, aber du weißt, ne? Umso näher wir kommen, desto mehr EP kriegen wir. Aber, ja, da levelt man ja schneller dann mit einmal. Ja, okay. Ja, ich gewinne immer. Ja, du bist auch hässlich. Das stimmt nicht. Laura ist hübsch. Ja. Laura ist eine hübsche junge Dame. Ich glaube, dein Vieh stirbt wegen Pass Damage, oder? Bauen. Ich baue mal so frei. Vielen Dank. Oh nein! Auch so eine Story eigentlich. Was denn? Ja, warum ich mich dagegen wehre, dich zu heilen. Also, kommen wir doch mal zu der Klassenverteilung in Rappels zurück. Es gibt wie in jedem üblichen MMORPG den Heiler, den Tank und den Damage-Dealer. Der Heiler, das war immer unser toller Marvin. Marvin war einer der besten, wenn nicht sogar der beste Heiler auf der Level-Range, oder? Das kann man doch echt so sagen. Nein. Das kann man schon so sagen, würde ich und würden viele andere behaupten. Laura allerdings sieht das natürlich ein bisschen anders. Objektiv betrachtet stimmt sie mir zu. Hab ich recht? Naja. Objektiv betrachtet stimmt sie mir selbstverständlich zu. Wenn man halt eine mega krasse Waffe von seinem, von demjenigen, von dem man den Account hat, in den Arsch geschoben bekommt, da brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich gut heile. Richtig, aber Laura stimmt mir objektiv gesehen zu. Ja. Und die Story dahinter ist leider ein bisschen tragischer, denn Laura hatte es nicht immer so einfach, wenn wir in einer Party waren. Laura war nämlich immer das schwächste Glied. Beziehungsweise in meinen Augen das unwichtigste Glied. Weswegen Laura immer gestorben ist. Weil ich Damage gezogen habe. Laura hat als Damage-Dealer dann meistens die Rolle des Tanks eingenommen. Lass mal hier langsam raus. Ach ja, stimmt. Laura hat dann als Damage-Dealer nämlich meistens die Rolle des Tanks eingenommen und ist dementsprechend sollte ich sie heilen. Aber da ich mich grundsätzlich dagegen wehre, Noobs zu heilen, habe ich sie sterben lassen müssen. Ja, er hat einfach mal alle anderen geheilt und dann sich rausgeredet. Und Noobs ging gerade nicht. Deswegen möchte Laura mich nicht heilen. Ende. Ja, du kriegst von mir immer nur die Level 1 Heal-Skills. Dann lass uns aber nochmal ganz kurz TB machen, because ich möchte dann kurz die Viecher Evo 3 machen. Weil die gleich 150 sind. Oh ja, stimmt, warte, meinst du auch? Irgendwie kann ich gerade doch herzu. Wir sind ja schnell wieder hier. So, beide plus 25! So, meine Freunde, und jetzt seht ihr das krasseste. Okay, Rappels hat einen Error. Wir sehen uns gleich wieder. Kurzer Cut. 2000 Jahre später. So, nach einem kurzen Cut
zurück. Warum auch immer Rappels gerade abgestürzt ist, ich habe keine Ahnung, denn ich habe gerade so heilfroh darüber gedappt, dass wir gleich etwas Wundervolles erleben werden. Rappels gibt erneut keine Rückmeldung. Und jetzt sind wir im Lawscreen. Dabben wir also nochmal darauf, dass wir gleich was Wundervolles erleben. So. Wir sind back in der City, wo man mich mittlerweile kennt. Ein bisschen kiffen. Bisschen kiffen, selbstverständlich. Du bist so ein Spacko. Ich bin der coolste Spacko in der Haus. Pass auf, ich habe extra schon die Level 1 hier Skills in die Leiste gezogen. Pass auf, ich habe extra schon, ist mir egal. Nur für dich. Guck mal, ist ja nicht süß. Der Evo 3 Sally und der Evo 3 Tortus. Boah, ist der mächtig. Der ist fast so mächtig wie mein Schlong. Hier extra für dich. Rass. Mit 100, oh. So, natürlich ziehen wir jetzt erstmal alle Skills in die Leiste. Natürlich alle Skills in die Leiste. So, ich such schon mal Skills, den Koala. Such schon mal den Koala. Laura, wofür brauchen wir den Koala? Warum ein Koala? Erklär mal bitte, warum ein Koala? Ja, warum Koala? Keine Ahnung. Aber man braucht den, um in den Hardcore Dungeon reinzukommen. Hardcore! Was der Hardcore Dungeon ist, haben wir in der letzten Folge erklärt. Schaut auch da natürlich vorbei. Vergesst das ja nicht. Denn die letzte Folge war total awesome! Ja, wir haben philosophiert. Oder ich, besser gesagt. Also genau genommen war es ja gar nicht die letzte Folge, genau genommen war es ja eigentlich nur vor dem Cut, ne? Ach stimmt. Was war das denn für... Ja, heißt... nehm ich auf oder du? Nehm ich auf oder du? Oh, ich hab das heißt, gesehen. Wir machen jetzt nur in diesem Cut-Folge, machen wir jetzt nur so um die 7-8 Minuten und dann ist Folge Ende. Kommst du? So. Ja, chill mal. Darf ich noch kurz meinen Tortus ausskillen? Nee. Kann man nebenbei machen. Ja, mach ich doch nebenbei. So L2, ne? L2? Hm. L2 steht für links. Zweite Kammer. Zweiter Raum. Vielleicht bekomme ich da ja jetzt sogar neues Equipment. Wer weiß das schon? Vielleicht habe ich ja was gefunden. Warte mal für dich. Ach ne, wenn, dann sind es ja 120er Sachen. Egal, trotzdem, ich brauche ein Torhundert Mais. Oh, ich habe eine Rüstung für dich. Ja? 120, ja. Ja, fett, ich bin aber erst 115. Ich werfe schon 9 SS und 9 Gross rein. Oh, ja, okay. Und euren Impact Amplifier. Die was Blessing auch, ne? Ja, habe ich schon. Ja. Wo ist SS? Traurig, dass mein Tortus mittlerweile so 3600 P-Attack hat. Noch was? Zum Reinhauen? Nee, ne? Ja. Guck mal, wie wenig Schaden ich mache. Moshi! Moshi! Also ich würde sagen, ich weiß generell nicht, wie das wird läuft. Ob wir jetzt 4 auf die Fresse bekommen oder nicht. Ich verdeutliche mal so ein bisschen dieses Prinzip, wie das hier quasi laufen würde. Wir nehmen jetzt mal hier oben die Wave. Die weil die sind halt, also das Problem, ja genau. Oh. Oh, die waren bei mir nicht geladen, warte. So, den einen habe ich jetzt. Da ist Poison drauf, ich glaub's ja. Ja, klappt ja gut. Okay, wir verdeutlichen das doch dieses Mal nicht. Pass auf, na komm jetzt hier. Ich klopp den aber schon. Ja, so, der andere ist jetzt aber weg. Nee, ist er nicht. Ach. Mann, klappt ja gut. Aber das Coole ist, dass mein Tortus tankt. Und da wir ja unsere coolen Loot-Viecher haben, aus der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es schon nicht mehr, kann dann wäre jetzt ganz in Ruhe chillen. Das Problem war, die waren bei mir gerade nicht geladen, ey. Das hasse ich manchmal bei mir. Weil ich kann halt nicht so die besten Einstellungen, Grafikeinstellungen nehmen. Ja, das macht doch überhaupt nichts. Wir klatschen die einfach um wie wahre Memmen. Richtig. Wie wahre Muschis. Wie wahre Leute, die kein Skill haben. Laura, fällt dir noch was ein? Oh, nö. Wie wahre Leute, die auf einem Privatserver spielen, weil sie auf den Offi nichts geschissen bekommen. Richtig.
traurig, wo ist mein Sandy? Ich glaube, wir sollten echt auf einen Wort gehen und ich sollte eins silenzen. Wäre eine Idee. Warum? Ja, ich bin ja nicht so gut. Also. Ist doch egal, macht doch nichts. Wir leveln doch aber auch rasend schnell. Ja, aber jetzt noch, aber gleich ja nicht mehr. Ja, aber gleich haben wir dann Rang 6. Oh, warte. Ich habe natürlich den wichtigsten Skill vergessen auszuziehen. Welcher wäre? Ja, wirst du gleich sehen. Den Seal. Was? Den Seal. Nee, den hatte ich schon. Ich sage den besten. Ja, und du sagst Seal. Ja, ich dachte einfach an den wichtigsten. Den wichtigsten. Jack. Das ist der Jack. Der Jack. Vielleicht können wir unseren Pet auch irgendwann Waffen besorgen. Wäre eine Idee. Wenn wir mal ganz krass drauf sind. So, Laura, ich bin 120. Hast du noch 120 für mich? Jo, warte, ich lass mal. Lass mal was fallen. Ah, ich hab selber noch 120er Rüstung. Never mind! Aber hast du etwas Höheres als Streitkolben, als einen Rang, Rang 3er? Ja, einen Rang 4er. Ja, besser als gar nichts. Oder? Lass mal gucken. Dankeschön. Nee. So, Freunde der untergehenden Morgensonne. Ich habe jetzt eine Rang 6 Rüstung und einen Rang 4 Streitkolben. Warte mal, ich könnte aber Einhand gehen. Ach scheiße, hast du eine Einhand-Mace zufällig? Warte kurz, gucken wir gleich nach dem Kopf. Eine Einhand-Axe, könnte ich dir meinen 110er Hammer geben. Ey, irgendwie machen die Pets übertrieben Schaden. Hier, guck mal. Oh, warte, den hab ich wieder bekommen. Aber jetzt. Natürlich awesome. Was brauchst du? Einhand-Mace, wenn du hast. Nee, hab ich leider nicht. Tut mir leid. Na, schade. Seht ihr, das macht Laura alles, um das Let's Play aufzubessern. Wie war das alles für die Muschi, alles für den Club? Du jagst natürlich genau den ich angreifen will. Tja. Aber dafür, guck mal, werden wir nur von einem angegriffen, weil ich gut bin. Oder ja, bin ich gut? Manchmal ja. Nee, bin gut. Das Traurige ist, der andere Tortus ist auch schon 115, aber der ist nicht der Evo 3. Ich hab doch bestimmt eine Nagerkarte. Was ist? Ich hab keine Nagerkarte. Ich hab bestimmt eine Gnollkarte. Ich aber gerade. Warte, meine ganzen Skills haben Cooldown. Ich hab noch einen Gnoll abgenommen. Okay, warte. Aber ich mach jetzt hier den Nager. Bam! Weil wir voll cool sind, haben wir natürlich auch Handschuhe für Rang 6. Können wir schon mal anlegen. Einen Helm für Rang 6 können wir schon anlegen. Ach Leute, das sieht jetzt gerade so chaotisch aus und so langweilig. Einfach weil wir uns nur so durchboxen. Aber ihr werdet sehen, wenn wir 150 sind, werden wir richtig krass Skill an den Tag legen müssen. Zumindest nur ein bisschen. Ab und zu. Weg. Laura, was erwartest du uns denn auf Level 150? Ziemlich viel. Na, extrem viele Dungeons oder sowas. Also jetzt, ja gut, jetzt wirkt es ja halt nur so. Aber eigentlich braucht man ganz schön lange, um dich hier einzeln zu durchlaufen. Aber schon ziemlich viel so. Und viel auf die Fresse bekommen. So circa alles erwartet uns eigentlich auf 150, ne? Kann man sagen. Ja, da geht eigentlich das Spiel jetzt wirklich los. Ich freue mich jetzt schon, vielleicht schon im nächsten Part. Glaubst du, im nächsten Part schaffen wir schon? 150? Weiß nicht. Naja, aber auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, nach dieser Mob-Gruppe beenden wir die jetzige Folge. Schau mal. Oder nach der Mob-Gruppe da hinten. Das kommt darauf an, ob wir die jetzt nach Arco ziehen oder nicht. Ich denke ja. Doch, die kommt rüber. Tja, Leute, habt da Glück. 30 Sekunden mehr für euch. Denn länger brauchen wir nicht diese Mob-Gruppe.
ziehe jetzt noch mal coole Stiefel an. Wir müssen uns aber natürlich noch voll das coole Style-Equip besorgen, ne? Denn was ist ein Let's Play ohne Style-Equip? Aura. Aura? Das ist doch voll gay ohne Style-Equip. Oh. Oh, nochmal 30 Sekunden mehr für euch! Wird eine Folge in Überlänge, so 24 Minuten. Nein, Sally, nicht! Weggehen! Ich bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Recall und zu summonern. Oh, Laura, ich glaube, ich weiß, was wir im nächsten Part machen können. Fängt mit A an und hört mit Uhumis auf. Schaffen wir die nicht, Loni? Doch. Nicht hart. Dicke. Aber was? Zuerst seht ihr jetzt noch, dass wir hell aufleuchten. Das bedeutet, wir sind noch Level Up gekommen. Und das bedeutet, dass wir jetzt seelenruhig diese Folge beenden können. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Und ich würde jetzt sagen, ciao. Und bis zur nächsten Folge. Laura, Schlussworte? Ciao. Kakao. Sehr schöne Schlussworte. Bis dann. Tschüss. Ja.